Und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Dachmobil. Wir haben hier gerade etwas ungewöhnliche Zustände, Gegebenheiten. Gerade ist hier der Rettungshubschrauber gelandet. Auf dem Platz ist nichts passiert. Es wurde der Notarzt in den Notarztwagen verfrachtet und den hatte man vorher hier eingeflogen. Wenn euch das interessiert, weil wir haben das abnormalste Wochenende, das wir bis jetzt in unserem ganzen Wohnmobilisten-Dasein geführt haben, an diesem Wochenende vom 9. bis 11. August 2024 erlebt, schaut mal in die Playlist unter Wochenendtrip Vianden, was wir hier für eine Horrorfahrt dieses Wochenende erlebt haben. Also es gibt kaum etwas, was nicht uns widerfahren ist. So, und jetzt verrate ich euch erst einmal, wo wir sind. Wir sind hier auf dem Camperpark Vianden im schönen Luxemburg an der Ohr. Hier gibt es einen wunderschönen Wohnmobilstellplatz der Gemeinde, der 2018 eröffnet worden ist und für uns Camper alles bietet. Ruhe, wenn nicht gerade der Hubschrauber kommt, eine wunderschöne Promenade an der Ohr, frisches Bächlein vor der Nase, schöne Natur rundherum und eine wunderschöne Burg und Altstadt in nur 900 Metern vom Stellplatz aus zu erreichen. Wir zeigen euch jetzt alles im Detail. Wie gesagt, die anderen Sachen seht ihr in dem anderen Video. Wir waren in der Burg. Wir haben 12,7 Kilometer ein E-Bike geschoben und viele andere verrückte Sachen gemacht und erlebt. Wir zeigen euch jetzt erst einmal wie man hier ankommt. Wir nehmen jetzt Reißaus vor dem Hubschrauber, der uns beinahe die Markise gekostet hätte. Aber wie gesagt, schaut in das andere Video. Wenn ihr zu dem Camperpark Vianden fahrt, ist er aus jeder Richtung relativ zeitig ausgeschildert. Ihr fahrt durch dieses Wohngebiet, kommt hier runter und seht schon, dass ihr auf die Ohr zufahrt. Die Zufahrt ist breit genug, ihr könnt sie gut passieren. Und dann fahrt ihr auch schon auf dem Schild da vorne am Spiegel zu, wo es steht, dass der Camperpark links runter ist. Das ist auch richtig, aber eigentlich geht er auch rechts runter. Es gibt 16 parzellierte Flächen, wo er auf Rasengittersteinen steht. Ich nenne sie mal die Komfortplätze. Drei davon sind, ich glaube drei sind es, auch noch auf der rechten Seite. Und dahinter gibt es eine große Ausweichwiese, wo noch ca. 20 weitere Fahrzeuge stehen können. Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Also von daher könnt ihr hier rund um das Jahr hinfahren, aber erlaubt sind nur Wohnmobile. Zelte, Wohnwagen oder Übernachten im Pkw ist nicht erlaubt. Es ist aber hier auch möglich, mit längeren Gefährten als 8 Meter sich hinzustellen. Wie es auf den Parzellen aussieht, wenn du 12 Meter hast, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf der Ausweichfläche geht es definitiv. Als wir Freitagabend um 22.15 Uhr hier ankamen, war hinten auf der Ausweichwiese noch ein Plätzchen frei. Da stehen wir jetzt. Und heute am Sonntagnachmittag sind schon einige abgereist. Zeigen wir euch gleich, ob man da auch mit großen Mobilen auf den Komfortplätzen stehen kann. Hier vorne habt ihr noch diese Hütchen. Dazu kann ich euch nicht so viel sagen, ob es gemacht wird. Es sieht aus, als wenn eine Kennzeichenerkennung noch installiert werden könnte. Ich sage es mal vorsichtig, könnte. Wir haben da den Stromanschluss, da den Bereich für den Auflieger der Schranke und hier entsprechend die Stromanschlüsse, wo man dann die Kameras installieren könnte. Ob das geplant ist oder ein brachliegendes Objekt, kann ich euch zu diesem Zeitpunkt leider nicht sagen. Sollte es eingerichtet sein zu dem Zeitpunkt, wenn ihr einmal hier seid und das Video dazu schauen, schreibt es doch in den Kommentaren. Dann wissen alle, dass es hier vielleicht auch eine
Kennzeichenerkennung gibt, was natürlich von Vorteil ist, dass man vielleicht zwischendurch, wenn man mit dem Wohnmobil hier steht, seine Parzelle verlassen kann und wiederkehren kann, weil der Platz ja für einen gebucht ist. Reservieren kann man hier nicht, aber das erkläre ich euch alles gleich an der Anmeldung, die hier digital erfolgt. Eine kurze Übersicht, wie der Stellplan aussieht. Wir sind hier direkt an der Ohrpromenade, an der Ohr, an diesem im Hintergrund munter rauschenden Bächlein oder Flüsschen, wo auch der Ohrtal Rad- und Wanderweg entlang geht. Schön gemacht, sind wir gestern bis Stolzenburg gefahren. Wie gesagt, anderes Video gucken. Und wir haben auch hier vorne, da stehen wir, einmal das Sanitärgebäude, die Anmeldung. Wir haben hier, wie wir euch gleich auch zeigen werden, die Entsorgung Grauwasser, die Frischwasserversorgung und eine Radservicestation. Chemietoilettenentleerung haben wir später hier in dem Gebäude. Und hier sehen wir, an den parzellierten Stellflächen sind entsprechende Stromanschlüsse vorhanden. Hier unten haben wir noch einen Wendekreis. Und in dem Bereich haben wir nur noch drei mit Strom und die Wiese, da müsste autark stehen, da gibt es keinen Stromanschluss. Was schön an dem Platz ist, ist, dass hier an der Promenade immer wieder Liegen und Bänke und Sitzgruppen arrangiert sind, wo man einfach nur über diesen kleinen Weg gehen muss, der eigentlich nur entsprechend für den Camperpark ist. Und schon kann man sich ans Ufer setzen. Aber das zeigen wir euch jetzt alles. Direkt links neben der Einfahrt haben wir das Versorgungsgebäude, wo ihr hier in der Ecke den Bezahlautomaten findet. Ihr könnt hier entweder in Münzen oder mit EC oder Kreditkarte zahlen. Die Verbleibdauer auf dem Wohnmobilstellplatz ist maximal 7 Tage, wobei nur 2 Tage im Bezahlvorgang entrichtet werden können. Mehrere Tage kann man nicht. Hier steht auch noch mal genau der Vorgang beschrieben. Auch ich hatte schon meine Probleme, aber wie gesagt, wir hatten ja auch einen Horrortrip hinter uns. Und dann könnt ihr dann, wenn das Menü befolgt wird, eure Karte hier vorne gegenhalten. Bei der Münzzahlung geht es etwas schneller. Wie gesagt, dran denken, dass ihr hier dann entsprechend nur 2 Tage lösen können und ihr nachbuchen müsst. Es wird kontrolliert. Das Ticket ist gut sichtbar in der Windschutzscheibe. Wir haben es auch schon von E und je am Küchenfenster. Aushängen. Platzregel ist definitiv, dass ihr rückwärts in die Parzellen oder auf die Wiese fahren sollt, damit immer die Sicht nach vorne ist. Und entsprechend haben wir hier 24:7. Wir haben hier die Möglichkeit, Entschuldigung, zu jeder Uhrzeit anzufahren. Und die Platzgebühren in Höhe von 25 Euro gelten immer für volle 24 Stunden. Im Preis enthalten ist das Sanitär, das Duschen, die Grauwasserentsorgung und die Entleerung eurer Chemietoilette. Ja. Heißt, das wird das euch jetzt alles noch zeigen. Aber ich denke mal, bevor wir jetzt näher auf das Gebäude hier eingehen, weil das war früher wohl ein Campingplatz, hier sind einige Gebäude brachgelegt, das scheint noch ein Relikt zu sein. Hier heißt es auch Camperpark Deich. Ausgeschildert ist er als Camperpark Vianden. Historie des Platzes ist mir nicht bekannt. Wir können immer nur das erzählen, was wir hier sehen. Fahren wir mit euch jetzt einfach mal am Platz entlang, bevor wir die Einrichtungen zeigen. Sollen wir? Okay. Hier vorne, bevor wir losfahren, ist auch noch mal ein Ortsplan von Vianden. Und zwar sind wir ungefähr hier. Es gibt einen kleinen Fußweg, 900 Meter, dann seid ihr auch wieder hier oben schon an der Altstadt. Hier gibt es schon die ersten Lokale. Und dann geht ihr einfach über die Brücke und könnt die schöne alte Straße entlang gehen, wo es einige Cafés und Restaurants gibt. Und den Aufstieg zum Turm oder zur Burg wagen. Ich kann euch sagen, die Steigung ist nicht ohne. Und was auch wichtig ist, solltet ihr nicht mobil sein und mit dem Bus fahren wollen, in Luxemburg ist das Busfahren
kostenfrei. So könnt ihr euren Radius hier schön erweitern. Der Platz ist sehr beliebt. Von daher, eben bin ich hier entlang gegangen, waren einige Parzellen frei, an die wir euch im Detail einmal zeigen wollten. Ah, da haben wir eine freie erwischt. Die können wir jetzt mal zeigen. Wir halten direkt an, bevor die belegt ist, Alfred. Der Stellplatz ist so beliebt. Heute Morgen war noch einiges frei. Aber jetzt haben wir hier nur noch zwei freie parzellierte Flächen, die wir euch schnell zeigen. An den Komfortplätzen, ich nenne sie jetzt einfach mal so, steht ihr auf Rasengitter und habt daneben immer euren Rasenfläche mit entsprechend dem Rasen auch dahinter. Ihr habt kleine schattenspendende Bäume, die dafür sorgen, dass ihr nicht unbedingt die Markise aufmachen müsst. Es befindet sich dahinter noch die Stromsäule mit jeweils 4 Steckdosen und der Nummerierung des Stellplatzes. Wo ihr eure Steckdose einstecken könnt. Ich denke mal, die Mastersäule ist da hinten, so wie es aussieht. Die suche ich nämlich gerade, weil die Nummer der Steckdose braucht ihr dann für die Mastersäule. Hier ist der Coin-Einwurf zugeklebt. Dann müsste es irgendwo eine Mastersäule geben, die wir natürlich für euch suchen. Abgesichert mit 16 Ampere. Das ist keine Mastersäule. Nee, die eine war da hinten. Und er ist videoüberwacht hier im parzellierten Bereich und auch entsprechend mit den Lampen auf jeder zweiten. Der dritten Parzelle. Und am Ende haben wir das Bienenhaus und einen Wendekreis, damit ihr nicht auf dem Platz da hinten so rangieren müsst. Der ist auch großzügig bemessen. Da kannst du locker deine Runde drehen. Und wie gesagt, die Ortpromenade bietet viele Sitzmöglichkeiten, wo ihr euch gemütlich am Flusslauf setzen könnt, sowie die ein oder andere Bank oder Sitzmöglichkeit an dem Grünstreifen zwischen dem Stellplatz und dem Bächlein. Immer wieder sind Durchgänge, also da kommst du auch gut hin. Hier haben wir dann auch schon die Mastersäule gefunden. Sie ist im hinteren Drittel, sagen wir mal so, der Reihe. Und vorne ist auch eine. Ja, ja, Alfred und der Strom, lassen wir mal auch lieber bei ihm. Und ihr könnt entsprechend in 10, 20, 50 Cent Stücken und 1 und 2 Euro bezahlen. 1 Euro für 2 Kilowattstunden sind die Gebühren. Wer Strom braucht, findet ihn dann hier. Wie gesagt, auf der Ausweichwiese haben wir keine Stromversorgung. Hundekotbehälter und Beutel gibt es hier im Ort, am Ort, am Stellplatz genügend. Sind hier verteilt und haben auch immer diesen Abfallbehälter direkt darunter. Wird täglich aufgefüllt, da geht ein fleißiger Gemeindearbeiter mit morgens rund und füllt die Tütchen wieder nach. Das Gebäude erklären wir euch gleich, wenn wir den Platz durch haben. Hier haben wir noch ein schönes Wehr, wo auch eine schöne Sitzgruppe euch zum Verweilen einlädt. Ich blende euch an der Stelle einfach mal ein paar Bilder der Sitzgruppen hier ein. Dann könnt ihr das sehen. Das geht besser als von hier oben. Jetzt sind wir auf dem Bereich, ups, Kalk kaputt. Hier sind noch 4 weitere Komfortplätze und dann kommt auch schon der Ausweichbereich der Wiese, wo wir dann stehen. Von hier habt ihr ein paar hundert Meter, dann seid ihr schon unten an der Promenade mit den Lokalen und im kleinen Örtchen. Es gibt einen Bäcker in die linke Richtung, einen in die rechte und nach hier vorne gibt es auch noch 2 Metzger und es muss noch ein Vollsortimenter geben, der hier ähnlich am Ortsrand liegt und es gibt auch eine Tankstelle. Am Ende des Stellplatzes gibt es noch einen wunderschönen öffentlichen Spielplatz und daneben haben wir noch ein Buhlfeld, das natürlich sich anbietet mitzunutzen, wenn wir schon hier auf dem Stellplatz stehen.
bevor ich euch zu dem was sage, was ihr hinter mir seht, die Ausweichwiese ist relativ gut befestigt, aber hier und da etwas schräg und Pfeile sind von Vorteil. Ihr müsst aber auch bedenken, dass der Stellplatz an einem Überflutungsgebiet liegt und es kann sein, wenn die Ohr über die Ufer tritt, bei 2 Metern das Wasser bis an die Wiese geht. Also von daher könnte es je nachdem sein, wenn Hochwasser für hier gemeldet ist, dass der Platz nicht geöffnet ist, wie es an jedem Fluss ist. Kennen wir ja auch von der Mosel. Mein Favorit ist hier die Radstation. Ihr habt hier eine Arbeitsbühne, wo ihr euer Rad abstellen könnt, um dann entsprechend euer Rad zu reparieren. Ihr könnt es aber auch hier ist die Haltevorrichtung, dass es hält, hinstellen. Ihr könnt Alfred, ich habe zu wenig Luft im Hinterrad. Ja, wirf hier, aber dann kriegst du Luft. Warte, ich muss Dafür ist das aber nicht gedacht. Aber mir war warm. Ne? Entsprechend, das ist Nähe, ne? Ja, kannst du mit putzen. Ich warne dich. Ich hab's, da muss ich doch Geld einwerfen. Ja, und wenn das noch was drauf ist. Aber damit darfst du nicht dein Wohnmobil putzen. Das ist nur fürs Fahrrad. Ja. Also, wenn ihr euer Rad... Oha. Oh ja, schaut mal das andere Video, wie unser Rad gestern aussah, nachdem wir es 12,5 Kilometer oder 7 geschoben haben. Wollt ihr gar nicht wissen, wie ich aussah, weil Alfred hat mein Rad zum Fahren bekommen. Die Räder sahen schon schlimmer aus. Und unsere Räder sehen echt bescheiden aus. Aber so ein Ding haben wir auch zu Hause. Und wir haben ja noch das wunderbare Reinigungsmittel von CleanTrack, das nicht nur für Wohnmobile gut ist. Also Alfred, hol die Schaumkanone raus. Okay, Spoiler. Gehen wir zur Entsorgung. Das nützt sowieso nichts, der putzt mal Rad nicht. Wir haben hier 2 Entsorgungsstationen, wobei ich würde mal sagen, Kastenwagen, Wohnmobil nebeneinander geht. 2 Morello oder 2 Carthagos. Passt nicht. Da wäre ein Meter mehr besser gewesen. Ich denke mal, das hat mehr damit zu tun, ob da links oder rechts den Abfluss hast. Er sagt doch direkt, mach doch die Technik. Immer muss ich. Ich darf immer Technik machen, wenn ich dabei nass werde. Ansonsten reicht, kann man anfahren. Und du kannst deine Fäkalientoilette entleeren. Das ist wurscht. Da ist nämlich extra nicht so ein kleines Rost, das geht. Und es gibt hier nach Geldeinwurf auch die Möglichkeit, Frischwasser zu ziehen. Ist zeitgesteuert und ihr bekommt für 2 Euro 100 Liter Wasser. Ja, also hier steht drauf 2 Euro 160 Liter. Mein Wissen. Und für 10 Cent kostet 8 Liter. Also steht hier drauf. Steht hier drauf. Okay. Mein Wissen war von der Homepage, aber da steht auch noch die alte Stellplatzgebühr. Gemeinde Vianden. Vielleicht ein Update. Oder nehmt das Video, das ist Update genug. Schicken wir euch ja sowieso. Machen wir ja immer. Wir schicken immer die Videos noch an die Betreiber. Also von daher. Ja, gehen wir zum nächsten Entsorgen. Den Müll. Hier sind wir auch schon an der Müllentsorgung. Und ich muss sagen, hier kommt jeden Tag morgens gegen 7, 8 Uhr eine Dame, die alles sauber macht. Das sah heute Morgen, als ich um 7:30 duschen war, noch nicht so aus. Das sind wir Camper. Das ist nicht die Gemeinde bzw. derjenige, der sich hier um den Platz kümmert. Wir haben hier die klassischen Tonnen. Die Farben muss ich euch nicht erklären, wo ihr euren Müll entsorgen könnt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist viel getrunken worden. Ich sehe da nur eigentlich Getränkebehälter. Ja, das sind die auch Getränke für, ne? Ja, ja. Aber grün ist natürlich nicht Grünabfall, sondern Glas. Und dann haben wir hinter uns auch schon das Sanitärgebäude, das mir die ein oder andere Frage aufwirft, liebe Gemeinde. Vianden, vielleicht gibt es dafür eine Erklärung. Wenn ihr dazu was wisst, wenn ich gleich meine Fragen stelle, warum die ein oder andere Tür nicht aufgeht, dann schreibt es mir in den Kommentaren.
ach, wo ihr einmal dabei seid, zu schreiben. Wir haben 83% wiederkehrende Zuschauer ohne Abo. Traurig. Lasst uns volljährig werden. 82% und 18 Abonnenten. Bist du dabei, die Volljährigkeit zu erwerben? Ihr könnt das Video natürlich auch gerne liken, wie auch die anderen Videos, die wir haben. So, und jetzt machen wir weiter. Ihr habt hier auch für Rollstuhlfahrer eine behindertengerechte Auffahrrampe, in denen ihr gut ohne zu viel Steigung zu haben hochfahren könnt. Dann haben wir hier auch, fangen wir ganz hinten an, den lieben Alfred. Die Chemietoilettenentleerung, die ihr hier entsprechend ausleeren, mit der Bürste nachspülen könnt, und auch der Schlauch zur Spülung der Kassette ist vorhanden. Picobello sauber. Hier wird jeden Tag der Schlauch und der Kärcher reingehalten mit jede Menge Chlor, was man riecht. Ja, hier gibt es eigentlich Waschmaschinen. Tür ist verschlossen, war auch Freitag verschlossen. Ich habe aber in einigen Bewertungen in den einschlägigen Apps geschaut. Im Mai war sie noch offen. Genauso wie hier die Spülbecken. Und laut Hausordnung ist es strengstens verboten, in den Waschbecken zu spülen. Was soll ich euch sagen? Wo gehen die Leute spülen? Genau, da wo andere sich die Zähne putzen. Dann sind wir auch schon beim Sanitär. Das ist in ausreichender Zahl vorhanden. Herren können wir nicht zeigen, weil den Alltritt habe ich unten gelassen. Und das Sanitär ist in der Zeit von 22 bis 7.30 Uhr verschlossen. Wir haben hier vorne den Bereich der Duschen. Es gibt 6 Duschen mit entsprechender Ablagemöglichkeit, Haken und dem Duschbereich. Alles sehr, sehr sauber, relativ neu noch. Das kommt halt von dem kaltkaltigen Wasser, das sich da absetzt. Es wird hier jeden Morgen wieder entsprechend super gesäubert. Eine ganz liebe Fee, die das hier macht. Und war auch zu allen Uhrzeiten, wo ich geduscht habe, picobello sauber. Dann haben wir hier 6 Toiletten. Wie gesagt, ich kann nicht dafür, wie sie jetzt aussehen. Das kommt immer auf den drauf an, der vorher drauf war. Wir haben Toilettenpapier, wir haben Bürsten, alles da und auch Haken. Es ist angenehm kühl hier drin, im Winter aber auch gut beheizt. Dann haben wir hier noch eine geschlossene Waschkabine für denjenigen, der etwas mehr Privatsphäre braucht oder möchte. Eine Wickelauflage für die Lütten und Handwaschbecken, eine schlecht sitzende Frisur und Spiegel, die ich wieder mag, weil ich mich sehen kann. Wir haben genügend Steckdosen an allen Becken, Haken und auch einen Föhn, den ihr kostenfrei mitbenutzen könnt. Desinfektionsmittel haben wir auch noch und alles da. Wenn ihr hier hinten um dieses Rondell geht, kommt ihr wieder an den Bezahlautomaten. Die Räumlichkeiten, die doch zu sehen sind, werden nicht mitgenutzt. Welche Funktion sie haben, hatten, kann ich euch nicht sagen. Ich vermute mal, ich habe jetzt nicht recherchiert, dass das mal ein Campingplatz war oder werden sollte, den man dann aber umfunktioniert hat. Zum Glück für uns Wohnmobilisten. Vielleicht sagt der ein oder andere, 25 Euro, stolzer Preis. Aber dazu muss ich auch sagen, ich glaube, die Preise in Luxemburg sind für den Diesel, Stand Freitag 1,43, relativ gering. Aber ich habe gestern mal geguckt, die Kugel Eis, 3 Euro. Tasse Kaffee, okay, es war Irish Coffee, 9 Euro. Belgische Waffel, 9 Euro. Ein nacktes Crepe, 6 Euro. Hast du da ein paar Erdbeeren und Sahne drauf, 19,90 Euro. Dann sind wir eher mit 25 Euro noch gut dabei. Ja. Finale, Fazit. Was soll ich sagen? Wir haben ein ganz schreckliches Wochenende gehabt, was nicht an den Gegebenheiten hier lag. Und jetzt muss ich passen, dass ich das Fazit für den Stellplatz da wertfrei reinbringe. Der Stellplatz
hat alles und vor allem mit dieser Promenade und der Nähe zum Wasser eine wirklich schöne Location, um einfach nichts zu machen, mal in den Ort zu bummeln, am Wasser vorbei zu spazieren und gar nicht allzu viel zu unternehmen. Picobello sauber, auch auf dem Platz, hier und da, nirgendwo irgendeine Art von Müll. Für die gerade 33 Grad kann auch keiner, von daher bekommt er von mir volle Punktzahl. Und von Alfred auch. Liebe Gemeinde Vianden, danke, dass ihr uns hier so einen schönen Platz das ganze Jahr zur Verfügung stellt. Wir waren eventuell nicht das letzte Mal hier und werden auch diesmal nicht 300 Kilometer anreisen, weil es sind eigentlich nur 140 von zu Hause aus. Alles klar, wir sagen wieder Dankeschön an der Stelle fürs Zuschauen. Bleibt dran, nächste Woche sind wir wieder für euch unterwegs, um wieder euch einen wunderbaren Wohnmobilstellplatz vorzustellen. Zum Glück haben wir ja immer Glück mit dem, wo wir hinfahren. Oder fahren da weg, wo es uns nicht gefallen hat, so wie am Freitag. Okay, ich sage an der Stelle ciao. Bis zum nächsten Mal.